Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch 6 Punkte, die es zu beachten gilt, wenn ihr euch ein neues E-Auto kaufen wollt und Punkte, die ich euch unbedingt ans Herz lege. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Natürlich gibt es bei E-Autos ähnliche Sachen wie auch bei normalen Verbrennern oder bei Gasfahrzeugen, die man beachten sollte bei einer Auslieferung. Zum Beispiel liefert der Hersteller mit Sommer- oder Winterreifen oder Ganzjahresreifen aus. Das sind aber allgemeine Sachen. Wir kümmern uns heute um spezifisch E-Auto betreffende Sachen. Punkt Nummer 1, den ich euch gerne ans Herz legen möchte, checkt im Vorfeld, gibt es zu dem Fahrzeug ein Ladekabel. Diese Renault Zoe hier, die verfügt über ein Ladesystem, das sie an AC, das heißt in Wechselstrom mit so einem Kabel, bis zu 22 kW laden kann. Und dafür braucht man auch ein entsprechendes Kabel. In dem Fall ein dreiphasiges mit 32 Ampere abgesichertes Typ 2 Kabel. Checkt unbedingt, ob so ein Kabel dem Fahrzeug beiliegt. Ansonsten guckt, dass ihr im Vorfeld eins kauft. Nicht, dass ihr euren Wagen abholt und dann dasteht, weil kein Kabel dabei ist. Soll es schon gegeben haben. Nichtsdestotrotz gibt es auch Hersteller, welche zum Beispiel eine 11 kW Lademöglichkeit anbieten. Allerdings nur ein 20 Ampere abgesichertes Kabel dazu liefern, womit ihr dann eben wieder an einer entsprechenden Säule keine 11 kW erreichen werdet. Das solltet ihr unbedingt vorher checken, welches Ladekabel liegt bei, ist das Ladekabel ausreichend, um die volle Ladeleistung zu entfalten. Nächster Punkt ist Ladekarten. Ja, noch sind sie notwendig, denn die Bundesregierung sieht erst ab 2023 die Pflicht zur Ad-hoc-Ladung via EC oder Kreditkarte an Ladesäulen, an neu gebauten Ladesäulen vor. Und solange brauchen wir noch diese Ladekarten. Macht euch im Vorfeld, bevor ihr euer Fahrzeug abholt, schlau, welche ist die richtige Ladekarte für euch. Ich habe euch hier unten mal verlinkt den E-Mobili-Ladekartenkompass, dafür bekomme ich kein Geld. Ich finde, die Jungs machen aber einen super Job und der wird jeden Monat aktualisiert. Dort findet ihr immer die aktuell günstigste Ladekarte. Ich nutze aktuell die 11er Flatrate, über die werde ich demnächst hier auch noch auf dem Kanal berichten. Wenn euch das interessiert, würde ich euch empfehlen, abonniert einfach den Kanal, dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Ich sag mal so, es ist, wo Licht ist, ist auch Schatten. Aber wie gesagt, Ladekarten solltet ihr unbedingt zusehen, dass ihr die habt und dass sie aktiviert sind, bevor ihr euer Fahrzeug abholt. Nicht, dass ihr an irgendeiner Ladestation steht und plötzlich nicht weiterkommt. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Aus meiner persönlichen Sicht ein Must-Have. Denn wenn ihr ein Fahrzeug nicht least, sondern ihr kauft es beispielsweise und ihr spielt mit dem Gedanken, dieses Fahrzeug irgendwann mal wieder zu verkaufen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall eine Zusatzoption wie die CCS-Option. Bei der Zoe ist es eine aufpreispflichtige Zusatzoption, wie auch bei einigen anderen Fahrzeugen. Und ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, auch wenn ihr diese im Alltag vielleicht nicht benötigt, wenn ihr den Wagen vorhabt, irgendwann mal wieder zu verkaufen, achtet darauf, dass ihr dieses geringe Geld auf jeden Fall dafür ausgibt. Diese Zusatzoption kostet meistens zwischen 500 und 1000 Euro, wenn sie zu aufpreispflichtig ist, aber sie macht euren Wagen auf jeden Fall später wieder verkäuflich, denn ein Elektrofahrzeug ohne Schnellladeoption ist heutzutage nahezu unverkäuflich. Die nächste Sache, die ich euch ans Herz legen möchte, ist eine Sache, mit der ihr euch als Endkunde eigentlich gar nicht so genau auseinandersetzen müsstet. Ich rede vom Umweltbonus. Viele Händler bieten die Fahrzeuge an, erstmal augenscheinlich ohne Zuzahlung. Ihr müsst dann meistens 6.000 Euro bezahlen und könnt euch dann quasi diese 6.000 Euro als Umweltbonus von der BAFA wiederholen. Das ist auch soweit kein Problem. Allerdings, Achtung! Und dazu verlinke ich mal den Kanal von Nextmove. Ich glaube, das mache ich mal hier oben oder so. Denn die Jungs haben sehr oft darüber berichtet, gerade im Bereich Gebrauchtwagen ist es dann doch ein bisschen komplizierter. Beim Neuwagen, auch dort müsst ihr darauf achten. Ruft euch einfach die Liste der förderfähigen Fahrzeuge auf bei der BAFA. Link ist unten in der Videobeschreibung. Schaut, wo steht euer Fahrzeug und wie genau ist es dort betitelt.
Und dann achtet darauf, dass in der Rechnung, die ihr vom Händler bekommt, genau diese Beschreibung drin steht. Denn ihr müsst euch vorstellen, der Sachbearbeiter bei der BAFA, der kennt Elektrofahrzeuge nicht so gut wie wir, der ist nicht so im Thema drin, der vergleicht nur zwei Angaben. Und wenn dort zum Beispiel steht, eine Zoe irgendwie mit 52 Kilowattstunden Akku und CCS, dann kann der das nicht zuordnen, wenn in der BAFA-Liste zum Beispiel steht, eine Zoe Phase 2 Experience Ausstattung etc. pp. Ihr versteht also, was ich meine. Achtet darauf, dass diese Bezeichnung des Fahrzeugs genau übereinstimmt mit der Bezeichnung, die auch in der BAFA-Liste steht. Dann ein Thema, an dem sich immer wieder die Geister scheiden. Ihr seht schon, die Zoe verfügt über kein E-Kennzeichen. Das ist meine Empfehlung. Achtet darauf, dass ihr ein E-Kennzeichen habt. Warum ein E-Kennzeichen? Weil es mehr als nur ein Schönheitsmerkmal ist. In diesem Fall liegt es nicht mal daran, dass der Besitzer kein E-Kennzeichen haben wollte, sondern der wollte sogar ein E-Kennzeichen, nur die Zulassungsbehörde hat es leider verdösbaddelt. Und darauf solltet ihr unbedingt achten, wenn das Fahrzeug zum Beispiel über einen Zulassungsdienst oder über das Autohaus selber zugelassen wird, dass ihr darauf besteht, dass dort ein E-Kennzeichen drankommt. In diesem Fall vielen Dank an die Schneider-Gruppe in Oederan, ganz speziell Herrn Jäger. Ich bekomme dafür kein Geld oder sonst irgendetwas, aber der hat sich hier wirklich ins Zeug gelegt, sodass wir nachträglich nochmal auf jeden Fall das E-Kennzeichen bekommen. Und vielen Dank natürlich an die Zulassungsstelle in Königs Wusterhausen, die ja da so ein bisschen gepennt haben. Warum sage ich das mit dem E-Kennzeichen? Weil es immer die Frage ist, was habt ihr für eine Beschilderung an den Ladesäulen? Wenn ihr zum Beispiel das Zusatzzeichen 101066 habt, dann ist das das Piktogramm Auto mit Stecker. Mit diesem Piktogramm sind zum Beispiel die Ladestationen in der Hansestadt Hamburg ausgeschildert. Und dort dürftet ihr nur stehen, wenn ihr auch ein E auf dem Kennzeichen habt. Meine persönliche Meinung, wenn ihr ein E-Fahrzeug habt und ihr habt vielleicht euer altes Wunsch- und Traumkennzeichen und dieses Kennzeichen erfüllt schon die Maximalanzahl von 8 Zeichen, dann seht davon ab, nehmt eine Zahl weg und besorgt euch unbedingt ein E-Kennzeichen. Denn mit einem E-Kennzeichen könnt ihr zum Beispiel auf der Insel Sylt innerhalb der Maximalparkdauer kostenfrei parken. Es gibt auch viele andere Städte. Informiert euch ruhig in eurer Kommune, welche Vorteile ihr daraus bezieht. Selbst wenn ihr vielleicht relativ selten an öffentlicher Ladeinfrastruktur ladet, so sage ich mal, seid auf jeden Fall gewappnet für den Eventualfall. Und es ist das Gleiche wie bei der BAFA. Die kontrollierenden Behörden, die Ordnungsämter und auch die Polizei, die können ein E-Fahrzeug nicht immer als solches erkennen. Selbst wenn der Ladestecker steckt, können sie ja nicht entscheiden, okay, ist das jetzt ein Elektrofahrzeug, ist das ein Plug-in-Hybrid? Die kennen sich nicht mit jedem Fahrzeug so aus. Und daher macht es ihnen einfach, besorgt euch ein E-Kennzeichen und die Sache ist geritzt. Last but not least, die grüne Plakette. Diese sollte sich natürlich irgendwo in diesem Bereich der Windschutzscheibe befinden und sie ist natürlich genauso ein Streitthema unter E-Fahrzeugfahrern. Ich sag mal so, wenn ihr nie in eine Stadt reinfahrt mit einer Umweltzone, dann kann euch die grüne Plakette relativ egal sein. Allerdings ist in dem Fall noch keine grüne Plakette dran, weil, wie zuvor erwähnt, das E-Kennzeichen ja noch nachträglich rankommt und wir nicht wissen, ob das Kennzeichen grundsätzlich geändert wird. Deshalb kommt die grüne Plakette erst später dran, wenn das neue E-Kennzeichen dann auch da ist. Warum eine grüne Plakette? Nun, der Gesetzgeber hat die Feinstaubplaketten eingeführt, um eben Abgasvorschriften irgendwie normieren zu können. Mit Einführung der E-Fahrzeuge kam dann viel, viel später auch irgendwann mit dem E-MOG das E-Kennzeichen. Und das E-Kennzeichen hätte im Fall von E-Fahrzeugen eigentlich die Feinstaubplakette ablösen sollen. Schließlich sind Elektrofahrzeuge ja lokal emissionsfrei. Allerdings hat der Gesetzgeber das versäumt, diesen Zusatz mit in das Bundesemissionsschutzgesetz hinein aufzunehmen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Auch E-Fahrzeuge brauchen eine grüne Feinstaubplakette, auch wenn es ärgerlich ist, auch wenn ihr es doof findet. Aber um nicht gegen das Bundesemissionsschutzgesetz zu verstoßen und im schlimmsten Fall 85 Euro und einen Punkt zu kassieren, empfehle ich euch, macht diesen scheiß Aufkleber darauf und alles ist gut.
So, das waren sie, meine 6 Punkte, die man beachten sollte, wenn man sich ein neues E-Fahrzeug zulegt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nein, gerne einen Daumen nach unten. Dann schreibt aber auch in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Denn nur konstruktive Kritik ist auch sinnvolle Kritik. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr immer informiert seid, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. Wir werden jetzt hier auch mal allgemein eine spezielle Beginnerreihe machen, wo es darum geht, was muss ich alles beachten, wenn ich neu in die Elektromobilität einsteige. Und da würde ich mich freuen, wenn ich euch dazu begrüßen kann. In diesem Sinne sage ich danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.